Ein Gestaltwandler, da hinten nochmal ein Gestaltwandler. 7 von 30 haben wir. Gleich haben wir 8 von 30, na komm. Jetzt doch gerade geblinkt, kann man da nichts machen? Geht nicht. Vielleicht. Geht auch nicht, komisch. Computerspiele machen gewalttätig. Wimmelbildspiele sorgen für Gewalt. Zur Holzfällerausstellung. Das haben wir schon mal gesehen. Hier ist noch ein Schmetterling. Und da oben. Museum und Redwood Seilbahnstation. Dieser Tod im Pfahl wird von einem Balken gestützt. Ich könnte ein Seil an dem Pfahl und der Tür befestigen und dem Balken einen Stoß versetzen. Was? Ein Seil? Okay. Ich kann durch den Spalt in der Tür einen Balken erkennen. Perfekt, um ein Seil anzubringen. Die Tür ist zu stabil, um sie mit einem Beil zuzuhacken. Na klar, die Tür ist super stabil. Man sieht es ja, wie fest geschützt die ist mit Holzlatten, die aus Bäumen gemacht sind, die man generell mit so einer Axt normalerweise fällt. Aber die Tür ist zu stabil. Gut, dazu sage ich nichts. Wir können auch sonst ein Feuer legen, können wir auch nicht. Hier ist einfach nur... Wir brauchen ein Seil. Irgendwoher mal wieder. Holzfällerausstellung. Achtung, Erdrutsch. Weg vorübergehend gesperrt. Ein gordischer Knoten. Den kann ich nicht lösen. Das ist ein gordischer Knoten. Muss ja nicht viel größer sein. Ein gordischer Knoten ist doch der unlösbare. Zack, und gelöst. So, zur Holzfällerausstellung. Dies muss ich auf die Ausstellung beziehen, die auf der Karte im Park eingezeichnet ist. Ich wackel hier die ganze Zeit, ne, weil ich so nervös bin wieder. Wackel ich manchmal mit den Beinen. Sieht man in der Webcam wahrscheinlich, wenn ich immer so mache. Wenn ich zu lange sitze, fange ich damit an, um überschüssige Energie abzuleiten, weil ich sonst immer so hibbelig werde. So, die Treppe nach unten ist eingestürzt. So, den haben wir. Was ist das denn da? Ich kann mit der Kette umgehen, aber die Dietriche sind zu weit unten. Da komme ich nicht heran. Ich kann mit der Kette umgehen? Sollte das nicht heißen, ich kann die Kette umgehen? Ein weiterer Bereich des Parks. Da kommen wir momentan aber nicht hin. Wir müssen irgendwie Dietriche. Da kommen wir also... Haben wir eine Angel oder irgendwas? Nee. Mit dem Seil kriegen wir die auch nicht. The precipice at the broken stairway is too high. Maybe I can think of a different way to cross the valley. Über die Dinge? Klar. Sounds reasonable. So, wir bringen hier mal ein Seil an. Ach, das ist ja cool. Guck mal. Voll das aufwendige Spiel einfach nur. So, und jetzt können wir die stoßen oder eher nicht so? Der Balken sieht morsch aus. Wenn ich ihn niederschlage, bringt das auch den Tod im Fall zu Fall. Na dann. In das Museum hinein. Was haben wir denn hier Schönes? Bäh. Ein Auge aus Metall. Ich kann es nicht einfach mit den Fingern auspressen. Alter, I. Bäh, was haben wir denn jetzt? Was für ein Auge ist denn das jetzt? Haben wir das Auge mitgenommen oder nicht? Hat mich die Statue gerade angesehen, wie immer. Haben wir das Auge mitgenommen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich fange schon wieder an zu wackeln, verdammt. Fotos angucken geht nicht. Die Sachen angucken geht nicht. Wir können eine Säge mitnehmen. Und ein weiteres Relikt, wie es aussieht. Da oben, das Ding ist nichts. Ah, Gründer des Parks. Den kennen wir doch. Und er sieht irgendwie, sieht er böse aus? Ich weiß nicht.
Sir Gerald Wittmarsch. Beweisstück erlangt. Gerald Wittmarsch, Besitzer von Ravenwood Park. Obwohl, der sieht eigentlich, hier sieht er freundlich aus. Dieser riesige Baum. Dort ist das Monster verwurzelt. Und das Gebäude muss das Anwesen des Parkbesitzers sein. Mr. Wittmarschs Anwesen. Das spektakuläre Anwesen gilt nach dem berühmten Carson-Anwesen in Eureka, weithin als das zweitluxuriöseste viktorianische Haus in der Grafschaft Humboldt. Obwohl es in Privatbesitz ist, kann man dessen Vorderseite problemlos von den Wanderwegen unweit des Titanbaums in Ravenwood sehen. Interesting. Huch. Na klar, in so einem Ausstellungskasten auf jeden Fall irgendein Rätsel eingebaut, irgendein Komplexes. Die geformte Scheibe ist unvollständig. Ich weiß nicht mal, wo hier überhaupt was fehlt. Ist das hier die geformte Scheibe? Ist das hier eine geformte Scheibe? Ich kenne die richtige Kombination nicht. Okay, das hier ist die geformte Scheibe und da fehlt was. Ich würde sagen, diese Sachen fehlen da. Die haben wir natürlich dabei. Aber uns fehlt die richtige Kombination. Ja, keine Ahnung. Ich gehe da erstmal zurück. Wir werden diese Kombination bestimmt später noch erfahren. Ich schaue erstmal hier in den Kasten. Ein Wimmelbild. Wie immer können wir hier natürlich auch das Memory-Spiel spielen. Oder aber wir machen lieber das Wimmelbild, ne? Ich glaube, das gefällt dir besser, oder? Hm? Wimmelbild. Einverstanden? Gut, einverstanden. Dann wollen wir mal hohe Temperatur. Komm schon mal rasieren. Was ist da? Donnervogel Baumringe. Das sind Baumringe. Ein Donnervogel. Thunderbird, ein Mail-Client oder was? Ein Donnervogel? Wenn ich mich hier ab und zu mal kratze, ist es hier gerade furchtbar warm drin. Ich muss mich mal wieder umsetzen. Und wenn es hier pupst, das ist der Stuhl, auf dem ich sitze. Ein ganz billiger 30-Euro Ikea-Stuhl. So, Eidechse, Magnet, Gürtel, Helm, Seil. Da ist der Helm. Gürtel, Seil. Ich habe doch schon ein Seil. Wo ist denn hier ein Seil? Oh, ist das süß. Guck mal. Was ist das? Eine Käsereibe? Da ist noch ein Gürtel. Da ist eine Feder. Kopfschmuck. Dieser Kopfschmuck hat etwas federn gelassen. Hat etwas federn lassen. Dieser Kopfschmuck hat etwas federn lassen. Verstehst du? Etwas federn lassen. Boinga, boinga, boinga. Hier ist das Seil. Ein gemaltes welches. Die Federn können wir nicht mitnehmen. Es müssen spezielle Federn sein. Die Klinge ist stumpf. Ah. Rutsche? Rasiermesser. Hohe Temperatur. Ist momentan bestimmt noch niedrig. Was ist das denn? Ist das... Ein pH-Zähler. Aha. Ja, eine hohe Temperatur erreichen wir generell mit einer Kerze. Und einem Thermometer, was daraufhin rot anfängt zu glühen. Normales Thermometerverhalten. Einige der Rohre fehlen. Da haben wir eines der Rohre. Und da ist noch eins der Rohre. Da kriegt man direkt noch ein Wimmel in Wimmel. Das ist eine Wimmelception. Und Eidechse Magnet. Die Eidechse habe ich da gesehen. Den Magneten habe ich da gesehen. Den Donnervogel. Du bist kein Donnervogel. Da ist der Donnervogel. Kopfschmuck. Fehlt uns noch eine Feder. Ist das die? Die kann ich nicht aufheben. Ach, da oben. Kopfschmuck. Und wir kriegen einen Magneten. Juhu, ich wünschte, ich könnte mich freuen. Verschlossen. Die Tor zur Gondel ist verschlossen. Vielleicht kann ich sie knacken. Können wir die knacken? Oh, warte. Nee, können wir nicht. Mit der Metallsäge durchsägen. Wir brauchen... Ah... Ich probiere mal was, aber ich fürchte, dazu bräuchten wir theoretisch eigentlich auch ein Seil. Erstmal mache ich mal den hier. Ruck. Ich kann etwas an das Ende der Kette binden, um die Dietriche einzuhaken und nach oben zu ziehen. So, Dietriche haben wir. Hier können wir sonst nichts machen. Keine Beweise, kein gar nichts. Nichts, was sich verändert hier irgendwie. Doch, da verändert sich schon was. Habe ich gerade gesehen. Illusionsobjekt. Hat ein bisschen geleuchtet, aber naja.
Sonst glaube ich hier nichts, oder? Naja, gehen wir mal weiter. Mit den Dietrichen können wir das Schloss bestimmt irgendwie knacken, weil die Alte kann natürlich alles. Brips. Und hinaus geht es. Bevor wir hinausgehen, würde ich sagen, wir gucken nochmal ganz kurz hier die Rolle der Fahrkartenverkäuferin. Viele wahllose Autosouvenirs. Die Rolle der Fahrkartenverkäuferin. Da ist viel Autozubehör drin. Im verlassenen Fahrkartenschalter sieht es genauso aus. Dort wohnt die Fahrkartenverkäuferin. Sie behauptet, Dinge zu sammeln, die sie in ihrer Umgebung findet. Sie scheint nicht recht bei Verstand zu sein. Sie weiß nicht mal mehr, dass sie mir die Fahrkarte gab. Welche Rolle spielt sie hier? Ich finde dauernd nützliche Dinge. Ich kann mich nicht erinnern. Ich muss Wache halten. Der Park hat sich verändert. Nach Verlassen der Tunnel veränderte sich das Erscheinungsbild des Parks erneut. Nun sieht er alt, verlassen und irgendwie verdreht aus. Einfach falsch. So wie es das heute Morgen tat, als ich im Wohnmobil der Simons, der Simpsons, angegriffen wurde. Fast als würde dieser Ort außerhalb der Zeit existieren. Unheimlich und unwirklich. Seltsam verdreht, wie das Tor zuvor. Lange verlassen. Das Schloss. So, wir holen uns erstmal den Schmetterling. Dieses Ding fliegt andauernd um den Baum herum. Ich guck gerade, ob sich irgendwas verändert hat. Ein robustes Werkzeug könnte das Glas zerbrechen. Das funktioniert nicht. Die Schalttafel muss beschädigt sein. Natürlich. Ach du Heilige. Na Glückwunsch. Vier Symbole. Das bedeutet wohl, dass es auch vier Kabel geben sollte. Aber dort ist nur eins. Und Strom haben wir aber trotzdem. Wir brauchen also Wir brauchen Kabel. Ein Kabel haben wir. Ach. Ach. Scheint den Raben irgendwie zu steuern. Es war Whitmarsh. Er hat das Monster herbeigerufen. Er kann ihn auch irgendwie steuern, wie es aussieht. The Raven has dispersed into air. This is my chance to get across the valley unnoticed. Na, hoffentlich. Fahrkarte. Gut, dass wir eine Fahrkarte haben. Ich hoffe, die ist noch gültig. Die Maschine ist außer Betrieb. Ja, natürlich. Tja, wo kriegen wir jetzt noch ein Kabel her? Ein Kabel fehlt uns noch. Zwei von drei. Kriegen wir hier irgendwo ein Kabel her vielleicht? Ach, sieh mal an. Wähle die nummerierten Felder aus, um die Scheibe so weit um die Runenabfolge zu drehen, bis die richtige Kombination ausgewählt ist. Mit der Pfeiltaste kannst du die Richtung ändern, in die sich die Scheibe... Wir sind hier und müssen auf Ditte. Wo ist denn Ditte? 2 in die Richtung. Oder 1, 2, 3, 4, 5... Das ist ja nochmal so ein Ding. 1, 2, 3, 4. So, dann das O. 1, 2 geht nicht. 1, 2, 3. Dann das U. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Das ist doch das hier, ne? Eins gibt es nicht. Hm? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist falsch. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, geht nicht. Sechs, sieben, acht, neun, geht nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alter, willst du mich verarschen? Sieben, dann das U. Eins, zwei, drei. Dann das X. Eins, zwei, drei. Oder 1, 2, 3, 4. Danach kommt das Add-Zeichen wieder. 1, 2, 3, 4. Okay, ich gehe in diese Richtung. 4. Und nochmal 4. Da haben wir's. Mehr benötige Raum. Hier mal das Kabel noch. Und was ist das hier? Da ist der Rabe. Hier sind die Fässer mit den Leichen. Mehr. Benötige Raum. Er braucht also mehr Leichen, wie es aussieht. Sind das etwa die Mordopfer? Mehr was? Ja, mehr Mordopfer natürlich und mehr Raum. So, und das Auge. Bevor wir rüberfahren, machen wir hier erstmal die Dinge fertig, die wir machen können. Wie zum Beispiel dem Baum sein Auge geben. Na, großartig. Drehe das Labyrinth und führe die Kugeln so in die passenden Öffnungen am unteren Rand. Boah, wie cool. Ich mache erstmal die rote. So, juhu! Schneller als das Licht. Was auch immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Helles Köpfchen, juhu! Und wir kriegen eine weitere Reliefmarke. Das heißt, wir gehen mal wieder zu unserem Freund, dem Opa. Beweise. Wir müssen eh wieder ein bisschen was eintüdeln. So, es war Whitmore. Whitmarsh. Huch, ja, jetzt ist ja gut. Mehr? Simons Aufenthaltsort? Nein. The note I found in the safe. No doubt, this refers to the bodies I found in the catacombs. When we link this with people disappearing along with their cars, we start to see the bigger picture. If there is a serial killer here, he might have a special place where he kills his victims. You can't be sure of this, but it's worth checking out. If it's true, then the Simpsons must be kept somewhere near. Indeed. So the most obvious question is, where is it? Hat er gerade die Simpsons gesagt? Der hat gerade die Simpsons gesagt. Wie geil ist das denn? Die Simpsons. Ich sag doch die Simpsons. Das hat er auch gerade gesagt. Wie geil. Tatort. So. Erstmal natürlich der Wittarsch. Der ist natürlich der Verdächtige. Wittmarsh. He summons and controls that monstrous fog raven. A perfect guess, detective. This is our common foe. And no doubt the one who makes people disappear is also responsible for the whole atrocity here. Who is he? Come closer to the slit in the door, and I'll tell you what you want to know. Auszeichnung freigeschaltet, Privatdetektiv. Aufgabe erledigt, der Verdächtige. Wir fragen gleich mal nach.